Hallo ihr Lieben, heute betrachten wir im keltischen Baumhoroskop den letzten Baum, die Buche. Sie gehört ebenfalls zu den besonderen Bäumen und steht unter dem Begriff das Gestalterische. Als der besondere Baum hat die Buche nur ein einziges Geburtsdatum und das ist der 22. Dezember. Die Kelten verehrten die Buche als Königin. Sie stand als Mutter des Waldes bei ihnen in hoher Achtung, denn sie war und ist der Baum für den Frühling, den Neubeginn in der Kreativität, das Gestalten. Ein widerstandsfähiger Baum, der fest verwurzelt in der Erde steht und schön anzusehen ist. Das trifft auch auf den an diesem Tag geborenen Menschen zu. Die an diesem Tag im Zeichen der Buche geborenen Menschen sind nicht sehr anpassungsfähig, sondern traditionell konservativ ausgerichtet. Sie sind voller Kraft und Selbstbewusstsein. Schwächere Menschen in ihrem Umfeld fühlen sich leicht verletzt, was leider von den Buchemenschen meist nicht wahrgenommen wird und unbewusst geschieht. Im privaten und im beruflichen Umfeld sind Buchegeborenen Leitfiguren und zu Führungskräften geboren. Ohne Scheu und mit ihrer eigenen Persönlichkeit nehmen sie diese Aufgabe gern wahr. Damit vereinen sie ihre eigenen Ziele mit denen der Gemeinschaft. Das erreichen sie fast immer, auch dann, wenn die Situation noch so verfahren ist. Und so haben sie absolut keine Schwierigkeiten, denn sie sind in der Lage, sich ein stabiles Fundament zu schaffen. Sie sind sehr materialistisch eingestellt und jagen dem Glück und dem Reichtum nach, was sie gut realisieren können. Das wollen sie im Beruflichen auch erreichen und auch im Privaten wollen sie alles besitzen. Diese Ziele können sie auch mit Leichtigkeit erreichen und sie erhalten es. Doch oftmals übertreibt der Buchemensch mit seinem Auftreten, was nicht so gut ankommt. Die in diesem Zeichen zugeordneten Menschen werden als Kopfmenschen beschrieben, was bei ihnen öfters als nachteilig empfunden wird, da sie Gefühle anderer oft nicht verstehen und sie denen somit Kopfschmerzen bereiten. In der Liebe sind sie nicht sehr fantasievoll. Sie benötigen den richtigen, aber besonderen Partner, der sie versteht und sein Herz öffnen kann. Wenn das geschafft ist, ist eine treue, beständige Partnerschaft zu erwarten. Denn der Buchegeborene ist dann ein liebevoller Partner. Auch in der Gesundheit haben sie ihre Ziele, gesund und fit zu sein. Sie achten auf ihre Figur und sind sehr schönheitsbewusst. Und dieses erreichen sie ebenfalls. Probleme haben sie mit der Haut, der Psyche, den Knochen, im Schulterbereich und mit dem Kreislauf. Ja, meine Lieben, das war der letzte Baum im keltischen Baumhoroskop. Ich hoffe, es war und ist für euch interessant gewesen. Das nächste Video solltet ihr nicht verpassen. Schaut euch den Nachtrag des Baumhoroskopes an. Herzlichst, eure Deria.